Hallo meine Lieben, heute im magischen Spiegel eure Tagesenergie für Mittwoch, den 10.03.2016, wenn mich nicht alles täuscht, ja? Auf alle Fälle für Mittwoch. Und das wären hier die zwei der Stäbe. Die zwei der Stäbe, das ist so ein bisschen so eine Energie, man sitzt zwischen den Stühlen. Vielleicht entscheidet ihr euch an diesem Tag oder könnt euch nicht so recht entscheiden, wie auch immer, in welchem Bereich das sein könnte. Vielleicht steht ihr zwischen zwei Partnern, vielleicht zwischen zwei Lebenswegen. Ob es nun, weiß ich nicht, Beruf sein soll oder irgendein anderes Thema. Das ist mehr sowas, man schwimmt so ein bisschen, man sitzt zwischen den Stühlen oder Angelegenheiten sind einem egal. Vielleicht ist es auch einfach so ein Tag, wo nicht so viel passiert und den man auch einfach mal so wegrauschen lässt irgendwie und man da auch keine Entscheidung so trifft. Ne? Das kann auch sowas sein. Vielleicht ist das auch ein sehr guter Tag, würde ich sagen. So interpretiere ich das gerne. Der Ruhe. Ja, vielleicht könnt ihr euch sogar eine Fahrt ins Grüne gönnen oder einfach etwas so zum Abschalten. Wenn ihr abschalten könnt, dann schaltet an diesem Tag ruhig mal ab. Okay. Ich danke euch fürs Zuschauen, fürs Liken und fürs Teilen und fürs Abonnieren, wenn ihr möchtet. Würde mich freuen. Und wenn ihr eine persönliche Kartenlegung haben wollt zu einem Thema oder zu mehreren Themen, dann schreibt mir bitte eine E-Mail. Und ich mache auch erweiterte Tagesenergien, also auch mal für den ganzen Monat die Tendenzen für alle Tage, ne? Also auch in verschiedenen Bereichen, nicht nur so die lose Tageskarte, die ist ja mehr so der rote Faden. Die gilt so für alles ein bisschen an diesem Tag, ne? Aber die ist jetzt hier, auch wenn da mal keine schöne Karte liegt, man muss auch immer denken, das ist einfach für den Tag und es greift auch nicht so 100% immer in jedes Thema rein, ja? Aber das ist einfach wie so ein roter Faden. Ja, also wer noch mehr wissen möchte, schreibt mir bitte eine E-Mail und ich danke euch und wünsche euch eine schöne Restwoche. Bis dann, ciao.